Alter, sind die winzig. Ach so, die baut man hier auf dem Weg drauf. Nat cooles. Ja, dann bauen wir hier einen Weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man die auf dem Weg baut. Hier, mach mal da. Dann kann ich mein Dampfzentrum nämlich hier hinbauen. Das müsste noch ein Stück weiter links. Und zwar bis hier ungefähr. Dammit, das heizt nicht alle. Schafft er nicht. Doch, wenn er mehr Reichweite kriegt irgendwann. Ja, mal gucken. Macht das erstmal. Ich meine, wir können die Kohle hier auch nochmal irgendwann aufwerten. Und zwar auf, ach, was weiß ich, ja, hier so ein Dampfkohlegenerator und dann können wir 4 Sammelstellen damit versorgen. Und die Sammelstellen sind kalt, ne? Versprechen gehalten. Hoffnung steigt. Sehr schön. Tendenz, die Einwohner haben genug Hoffnung, um sich den Londonern anzuschließen. Sehr gut. Die Späher sind angekommen. Dampfkerne und Stahl. Erforscht das Teil. Verhungerte Amerikaner. Das Lager der Amerikaner war mit allem gut ausgestattet, außer mit Nahrungsmitteln. Als wir die Zelte durchsuchten, fanden wir noch mehr Opfer des Hungers. Die meisten von ihnen tragen abgenutzte, aber sehr fortschrittliche Prothesen mit dem Firmenlogo. Blub. Wir können sie nur begraben und ihre Ausrüstung an uns nehmen. Temporäre Siedlung haben wir gefunden. 65 Stahl in Dampfkern. Sauber. Temporäre Siedlung. 2 Reihen von kleinen Holzhütten erkennen, aber keinen Rauch oder andere Lebenszeichen. Insgesamt wirkt es wie eine gut gepflegte, aber temporäre Siedlung. Düstere Höhle für mehr Einwohner. Will ich gerade eigentlich nicht. Ja, dann mach dich mal heim. Und bring uns mal den Stahl und den Dampfkern. Oh, was haben wir hier? Kein Straßenanschluss. Wer baut denn sowas? Hier. Bauen wir eine Straße dahin. So geht das natürlich nicht. Was ist hier los? Vereint durch den Glauben. Sir, heute Nachmittag gab es einen Gebetsabend. Viele Einwohner sind gekommen. Sie beten, aber es wird auch geredet und gelacht. Etwas so Ermutigendes habe ich schon lange nicht mehr in unserer Stadt erlebt. Es hat die Gemeinschaft wirklich enger zusammengebracht. Sehr schön. Er hier kriegt jetzt 5 Arbeiter. Wir brauchen eine neue Forschung. Dampfzentrum Reichweite wäre eigentlich cool, ne? Die Wärmezone von Dampfzentren können sich um 50% weiter ausdehnen. Hinweis, Dampfzentren werden unter diesen Einstellungen doppelt so viel Kohle verbrauchen. Das ist doof. Dann die Effizienz, die Überladung, die verbesserten Heizkörper. Was machen wir denn? Krankenhaus wäre eigentlich cool jetzt. Fangen wir mal damit an. Krankenhaus. Brauchen mehr Forschung. Mehr Forschung. Dann bauen wir das Krankenhaus einfach hier oben hin. Ihn hier müssen wir ja trotzdem noch näher hier ranbringen, sonst arbeitet der ab hier oben nicht mehr. Nicht ganz so schlimm, weil wir eigentlich genug Nahrung haben. Glücklicherweise produzieren die hier ja genug. Und wenn wir hier auch noch die Arbeiter reduzieren, dann wird das noch besser. Wobei, natürlich brauchst du dann immer noch so viele Hütten, aber naja. Gut. Das ist halt so. Wir machen mal einen Ticken schneller, mal sehen, was passiert. Nix. Das ist beruhigend. Oh, da ist was. Alarm. Noch mehr Vandalismus. Die Londoner haben noch mehr Mauern beschmiert und fordern alle dazu auf, sich ihnen anzuschließen, um die Stadt zu verlassen. Manche der Parolen sollen sie lächerlich machen. Ein Geistlicher soll die Einwohner beruhigen. Jo, soll er machen. Leider sinkt dann die Hoffnung leicht.
Das ist doof. Und bis wir hier wieder Gebete machen können, dauert noch ein bisschen. Ich weiß leider nicht, wie ich jetzt die hier weiter positiv machen kann. Ich meine, es würde schon mal helfen, wenn wir noch eine Wohnung bauen würden. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Hier noch eine Baracke hier hin. Dann ist dem warm. Wir könnten theoretisch auch weitere Baracken außen bauen und dann einfach ein Dampfzentrum hin. Was ist denn jetzt los? Ach, schon wieder die Hoffnung weg. Verprügelter Geistlicher. Ach, das kann dann nicht wahr sein. Captain, ein Geistlicher wurde angegriffen, als er die Einwohner beruhigen wollte, die wegen der Parolen der Londoner verängstigt waren. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Ihr habt 3 Tage Zeit, um Glaubenshüter einzusetzen. Die Hoffnung steigt leicht an. Ihr habt 3 Tage Zeit, um Glaubenshüter einzusetzen. Die Unzufriedenheit sinkt leicht. Wir werden für ihn und seine Angreifer beten. Nö, nee, wir machen Glaubenshüter. Glaubenshüter brauche ich. 3 Tage Zeit dafür. Ich hoffe, das geht dann gleich. Sonst habe ich es jetzt verkackt. Mal wieder. Schreine. Nee, hier, Glaubenshüter. Kann ich als nächstes machen. Sehr gut. Glaubenshüter. Neues Gebäude. Glaubenshüter. Du kannst Glaubenshüter bitten, Proteste aufzulösen. Neue Fähigkeit. Nächtliche Prozession. Verringert die Unzufriedenheit. Glaubenshüter. Du musst den Sitz für die Glaubenshüter bauen. Die Unzufriedenheit steigt. Toll. Naja, gut. Was will man machen? Überfüllung haben wir leider auch wieder, weil die wieder doof sind und lieber alle vorne in das Teil reingehen. Ja, da ist es warm, geht dahin, was weiß ich. Die sind doof. Die sind doch doof. Man könnte die natürlich hier Bäder anmachen, tatsächlich. Dann sind die ein bisschen besser geschützt, wettertechnisch. Hier wird unsere Hütte gebaut. Ach, kommt. Nächsten Tag, bitte. Kohle sehen wir aber gut aus, ne? Alter Falter. Wir haben deutlich mehr Kohle, als wir brauchen. Da kann die Kältewelle eigentlich kommen. Wir haben richtig Kohle, haben wir. Nice. Hübsch, 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 hübsch. Gar nicht so schlecht. Und wir haben immer noch 7 Arbeiter zur Verfügung. 4 Ingenieure, 1 Normalarbeiter und 2 Kinder, die wir irgendwo verheizen könnten. Mal lustig werden, aber wir sind natürlich nicht lustig. Was wir machen könnten, wäre eine Sammelstelle hier. Achso, wollte ich nicht hier eigentlich einen Dampfgenerator hingesetzt haben. Bau doch mal hin. Wo ist denn der? Hier, bei Technologie. 3 Kohle pro Stunde. Dafür ist alles hier warm. So, hier hinsetzen, theoretisch. Da erreicht er nämlich mehr. Ich weiß bloß nicht, ob das Sinn macht, die Jagdhütten aufzuwerten. Aber hier wäre der echt effektiv, ne? Wenn ich ihn hier hin mache, heizt er nämlich sogar die Hütte da. Ach, schade. Ja, mach das Teil mal hier hin. Gucken, was passiert. Dampfzentrum. Na ja, gut. Get going. Time to earn your bread. Get going! Yay! Können hier außen auch nochmal ein Dampfzentrum bauen und ein paar Häuser ringsrum. Dann sehen die Häuser gut aus. Macht halt bloß eh eine Wärmestufe, ne? Das ist der Nachteil an den Dingern. Und ich glaube, da können wir demnächst auch nichts dran ändern. Dass die bloß eine Wärmestufe machen. Hier, Effizienz geht irgendwann nochmal ins Hoch. Haben wir eine Forschung gerade frei? Nee. Es wird gerade geforscht und zwar das Krankenhaus. In Top Speed, weil alle 3 Forschungsanlagen geben Vollgas. Sehr gut, dann wird die Forschung heute doch hoffentlich locker abgeschlossen. Späher sind wieder da. Sehr gut. Auf, weiter geht's mit euch. Düstere Höhle. Großer Konvoi.
Kohlemine. Was wollen wir denn? Was können wir denn hier machen? Hier kann ein Außenposten eingerichtet werden, der ungefähr 150 Holz alle einen Tag liefert. Oh, nice. Oh, cool. Das ist schön. Schneeklipper. Temporäre Siedlung. Wollen wir da hin? Ich weiß, dass es in der düsteren Höhle Einwohner gibt. Also mehr Arbeiter brauche ich gerade aber nicht. Deswegen gehen wir da mal hin. Gucken uns das Ding an. Und wir gehen zurück zur Stadt. Da. Ist ja alles gut bei euch? Strengt euch an. Macht mir keinen Unsinn hier. Kohlehaufen. Null. Tolle Wurst. Schöne Kohlehaufen. Den könnte man eigentlich nochmal abbauen bei Gelegenheit. Aber es ist halt sehr kalt. Deswegen habe ich davon abgesehen. Huch, wo ist denn jetzt wieder? Hat die Maus gerade gesponnen. War wahrscheinlich ein Haar drunter. Und dann sagte sich der Sender, der Sensor sagt, weiß ich nicht, sagt er. Aber jetzt ist gut. So, hier wird gearbeitet. Volles Kanonenrohr, hier auch. Was macht man denn, wenn die Hütte leer ist? Nix mehr, ne? Aber man kann ja mit Außenposten dann sich was holen. Hier ist es ja. Stimmt. Die hier sind auch am Machen und Tun. Wir haben jede Menge Rohnahrung. Was wir halt bräuchten, wären wir wieder hier, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Sägewerk, dem ist... Achso, da ist ja der Automatron. Das ist egal, dass da kalt ist, wollte ich gerade gesagt haben. Ist es nämlich auch. Wir können doch noch ein zweites Sägewerk bauen. Hier hinten oder so. Oder wer weiß wo. Dann ist das auch gut. Unzufriedenheit wegen den überfüllten Einrichtungen. Aber wir haben gleich das Krankenhaus erforscht. Dann können wir das bauen und dann geht die Unzufriedenheit wieder ein Stück runter. Hoffentlich. Was ist denn jetzt los? Komm, komm, komm. Unzufriedenheit. Gib alles. Yay. Forschung abgeschlossen. Wo wir ihn haben. Verbesserte Heizkörper. Generator Effizienz. Fabrik, mehr Speer. Außenpostendepot für Holz. Ermöglicht den Bau von Außenpostendepots. Ermöglicht uns Außenpostenteams zusammenzustellen, das einen permanenten Rohstoffaußenposten weit entfernt von der Stadt aufbaut, mit dem wir in Verbindung bleiben können. Das ist eine teure Angelegenheit. Aber es ist irgendwie auch cool. Was können wir denn noch machen? Was wäre denn wichtiger? Optimierung des Kohleabbaus. 10% mehr Kohle. Dampfgeneratoren. Das ist doch sehr gut. Großes Rohstofflager ist auch gut. Erweitert Rohstoffkapazität für den jeweiligen Rohstoff. Mhm. Kann nicht anstelle eines existierenden Rohstofflagers gebaut werden. Sehr schön. Sammelstellen Wärmedämmung. Brauchen wir gerade eigentlich noch nicht, aber... Auch interessant. Dampfsägewerk brauchen wir auch nicht. Weil wir könnten hier die Effizienz für Sägewerke forschen. Wärmedämmung im Gesundheitswesen wäre ganz cool. Speisehaus-Wärmedämmung nicht so cool. Treibhaus-Wärmedämmung wäre super. Treibhäuser und industrielle Treibhäuser werden wärmer. Bloß eine Wärmestufe. Oder weniger Jäger sind nötig. Krankenhaus, Pflegeliste. Können wir alles halt noch nicht. Wir machen mal das hier. Die Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Dann können wir nämlich hier die Heizkörper ausschalten. Wir bauen jetzt erstmal ein Krankenhaus. Und das passt hier genau hin. Wunderbar. Ist ja wie dafür gemacht. Krankenhaus. Ja gut. Generator ist auch gerade gut. Dann wäre langsam die Zeit halt fürs Haus. Würde ich mal sagen. Problem ist halt, Haus geht noch, ne? Haus braucht
das Ding erst. Könnte man bauen, könnte man forschen. Das Problem ist halt, die Forschung dauert noch lange. Jetzt wird ja erstmal das andere geforscht. Haus wäre aber super, damit ich die ganzen Häuser nicht so stark heizen muss. Dann kann ich nämlich stattdessen Heizkörper 2 nehmen. Und habe trotzdem genug Kohle für alles. Ich meine, wir haben eh genug Kohle tatsächlich. Gar kein Problem, da kann die Kälte kann eigentlich kommen. Er hier macht auch alles. Arbeitszeit 8 bis 18. Und was ist das? Wärmezonenbereich, okay. Noch nicht erforscht. Eine dampfbetriebene Vorrichtung, die eine kleine Wärmezone im Umkreis bildet. Ja, das ist schön. Ist denen hier nämlich nicht so arschkalt. Der müsste halt auf Stufe 2 sein. Der macht halt bloß eine einzige Stufe höher. Ich meine, das ist schon mal besser als nix. Aber naja, gut. Und jetzt macht der glaube ich, gar nichts. Ist der im Verbrauch mit drinne? Bestimmt, oder? Dampfzentrum, ja. Minus 3 Cola. Sanitärstation. Ist der... Macht der gerade noch was? 24 Stunden Arbeitstag. 10 Stunden Arbeitstag. 8 bis 18. Wieso ist das ein 10 Stunden Arbeitstag? Okay. Ach, ja, wenn du den für Gebäude nutzt, zum Beispiel hier hinten, dann musst du den auf 24 Stunden stellen. Das stimmt, das stimmt. Gut, gut, gut. Oh, Krankenhaus ist fertig. Hier. Ingenieure, 4. Alle hin. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich irgendwo Ingenieure loswerden kann. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die untergebracht habe. Muss man hier mal suchen. Ingenieure, 44. Ja, hier hinten. Kann ein Ingenieur weg und ein Arbeiter hin. Dann kann hier noch ein Ingenieur hin. Dann habe ich immer noch zwei Kinder, die irgendwo arbeiten können. Kann hier ein Arbeiter weg und ein Kind hin. Dann kann hier ein Ingenieur weg und ein Arbeiter hin. Und hier kann ein Ingenieur hin. Krankenhaus ist ein bisschen kalt. Ach, das zählt leider nicht mehr hier dazu. Schade. Okay, dem musst du dann die Heizkörper anmachen. Gut, dass es eine doppelte Wärmeisolierung hat. Und Patienten, ja, alles gut. Ist die Frage gerade, ob das noch hier reingepasst hätte. Wenn ich den hier zum Beispiel wegreise, passt der dann hier hin. Man kriegt gut was wieder von den Zeug. Und es würde eigentlich reichen, wenn ich ein Krankenhaus hier hätte. Gucken, wie sieht denn das aus, Krankenhaus? Es würde hier reinpassen. Dann reißt das ab. Reißt das ab. Und dann kommt das hier hin, das Krankenhaus. Und das Ding hier kommt weg. So. Erfolg freigeschaltet. Irgendwas. Weiß ich nicht was. Kerzen für die Sünder. Ich freue mich, das zu hören. Sir, die Einwohner lassen sich von den Parolen der Londoner nicht mehr beunruhigen. Gruppengebete haben unsere Gemeinschaft gestärkt. Es werden immer mehr kleine Kerzen unter den Parolen aufgestellt. Die Einwohner lassen sie dort stehen, wenn sie für den... Achso. Wenn sie für die Seelen der Londoner beten. So, hier schön Hoffnung steigen. Jawohl. Dann geht es uns nämlich wieder gut. Könnt ihr die mal abreißen, bitte? Das wäre ganz fantastisch, wenn das mal gehen würde. Weil da müssen die neuen hin. Wir haben jetzt hier Überfüllung, deswegen. Huch, was ist denn hier los? Alles gut. Hoffnung kehrt zurück. Ich freue mich, das zu hören. Wunderschön. Ach, wir müssen... Bevor ich es vergesse, hier. Zweck, Zweck, Zweck. Ganz hoch. Hier, die Glaubenshüter brauche ich. Los. Ich habe gesagt, dass ich die mache, also muss ich die auch machen. Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Tage, okay, naja, gut, dann ist alles gut. Glaube, Glaubenshüter. Doch ein riesiges Ding. Weiß nicht, ob das Ding Wärmedämmung braucht oder was es braucht. Ich könnte es hier hinten hinstellen.
Da hätt's Wärmedämmung. Ja, warum nicht? Steht's jetzt hier hinten? Nächtliche Prozession. Heizkörper. Ist irgendwie ein Arbeitsteil in jedem Fall. Ja, cool. Wieso steigt die Unzufriedenheit? Ach, umstrittenes Gesetz. Ja, gut. Hat man ja gesagt, dass das passieren wird. Ah, hier, die haben abgerissen. Bitte das Krankenhaus hingebaut. Hier hin. Dann müsste es in der Wärmezone jetzt mit drinne stehen. Das nützt die ganze Sache doch ein bisschen besser aus. Dann können wir theoretisch nämlich eine Baracke hier noch hinbauen. Leider bloß eine. Das komische Pflegeheim ist nämlich da im Weg. Das könnte eigentlich auch dann bald weg. Und stattdessen bauen wir dann da eine Fabrik hin, mit der wir Prothesen herstellen. Dann kriegen die einfach Prothesen angetackert. Und dann brauchen die kein Pflegeheim mehr. So der Plan ungefähr. Na, da wird's, es wird langsam kalt dann. Aber es geht noch. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Wurde erforscht. Wunderbar. Hier, mach das Ding auf. Heizkörper aus. Okay, was wollen wir jetzt geforscht haben? Speisehaus-Wärmedämmung, fliegende Jäger, Jagdtaktiken wäre eigentlich cool. Oder Treibhaus-Wärmedämmung ist auch cool. Either way. Ja, mit Treibhaus-Wärmedämmung und Heizkörper Stufe 2 würde gut was gehen. Generatoreffizienz machen wir aber erstmal kurz. Ein bisschen Kohle sparen, auch wenn wir Kohle genug haben. Ist aber trotzdem. Das Ding hier ist ja echt unendlich, ne? Es ist super nice. Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Ach so, ja. Stimmt. Das wurde ja von den Beten hier weggesammelt. Ne, von der Sammelstelle. Und denen geht's auch gut. Da ist alles gut. So. Oder so. Mach mal Gold aus diesem Stroh. Ist die Hütte fertig? Ja. Hier müssen Arbeiter oder Ingenieure hin. Ich habe 11 Ingenieure zur Verfügung. Nicht ist. Wir haben. So, hier. Glaubenshüter etabliert. Die Glaubenshüter wurden etabliert. Du hast bewiesen, dass du zu deinem Versprechen stehst. Die Hoffnung steigt. Unzufriedenheit geht weg. Ich dachte, die Hoffnung steigt. Naja, gut. Vielleicht erst, wenn der Typ dann auch da eingezogen ist. Mist, wir brauchen Arbeiter. Wo kann ich denn jetzt einen Arbeiter herholen? Wo habe ich den Arbeiter? Ah ja, es wird Zeit, dass wir hier die Jagdtaktiken forschen. Stimmt. Ich sollte Jagdtaktiken forschen. Dann wäre das nämlich alles kein Problem. Nun gut, aber mit der Sache jetzt hier würde ich für heute erst schon mal. Ich sehe nichts mehr. Hilfe! Hier ist schön warm. Mit der Sache würde ich die Aufnahme erst mal für heute beenden. Das war ja doch sehr erfolgreich. Freut mich. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, weil das ist quasi hiermit die einfachste Möglichkeit, mit der ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lohnt sich natürlich ein Abo. Und wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt, jedes Mal, wenn hier die nächste Folge an den Start geht, dann braucht ihr zusätzlich zum Abo noch die Glocke, damit YouTube auch merkt, ja, der möchte gerne benachrichtigt werden. Und ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben, würde mich freuen. Alles außer Spoiler. Tipps könnt ihr mir gerne geben. Bin ich gespannt, was ihr mir da so schreibt. Alles denn, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.